Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, und ich bin hier gerade ein bisschen panisch, ehrlich gesagt. Das heißt hier, die Wasserfluten. Hilfe? Was stand jetzt hier gerade mit Fluten? Ich habe keine Ahnung. Wir sollten uns vielleicht mal den Erntekorb holen, ne? Weil die müssten ja jetzt mittlerweile auch durch sein. Achso, den habe ich hier drin. Ah. Ich meine, die müssten jetzt reif sein. Ja, genau. Und wenn wir hier nämlich nochmal neue Zwiebeln anlegen. Ach du Schande, ist der groß geworden da unten. Einmal Zwiebeln haben wir noch, aber nicht genug. Wo haben wir denn noch mehr? Hier. Zack. Ich hoffe, dass es meinen Tieren gut geht, dass die hier nicht weggeschwemmt werden. Die setzen sich schon nach hier unten. Okay. Ist das jetzt wegen den Fluten hier? Ich hoffe nicht. So, wir legen nochmal neue Zwiebeln an. Das war hier in dieser Reihe. Genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zack. Ich sollte die vielleicht auch ein bisschen erweitern. Ich weiß es nicht. So, Zwiebeln. Zack, das müssten wir auch mitnehmen, weil das wollte ich nämlich auch noch mal bauen. Ach, habe ich überhaupt noch genug Holz? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. So, Zwiebeln tun wir mal wieder rein. Dann stehe ich noch auf dem Korb? Nein, stehe ich nicht. Die sind unterschiedlich groß, ne? Die können wir mitnehmen. Das ist noch, ja, dann ist die auch noch zu jung hier, ja. Naja. Okay. Ich bin mir nicht sicher bei den Karotten. Nee, die sind noch zu jung. Na gut. Dann kann ich aber schon mal hier eine neue davon wieder reintun. Fenchel. Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern, dass wir die unterschiedlich gepflanzt haben. Aber gut. Lass uns mal so stehen. Das tun wir rein. Erntekorb haben wir ja dabei. Ach so, genau. Dann wollten wir noch mal kurz gucken. Das ist unter Nützliches. Okay. Wie viel brauche ich denn davon? 60 Stück. Wie viel habe ich denn? Keine Ahnung. Aber wir machen mal. Können wir auch noch eins machen? Das ist gut. Aber ich meine, zur Not kann ich auch noch drüber springen. So, jetzt ist die große Frage. Links habe ich schon eins. Ich würde hier eigentlich gerne ein Feld hin machen. Andererseits, ich würde auch gerne die Häschen hinbauen. Die Häschen hinbauen, wie sich das anhört. Ach, da müsste ich hier allerdings am besten noch mal ein bisschen was frei machen, würde ich sagen. Dann würde ich hier nämlich noch mal Hasen hinmachen. Naja, gut. Weil das Feld würde ich schon gerne hier vorne haben und dann abwechselnd links, rechts was machen. Ja gut, dann tun wir die erstmal doch noch mal zurück. Habe ich da noch Platz drin? Nicht viel, ne? Ich das mal nach oben. Dann tun wir die erstmal zurück, dann machen wir das später. Aber wir kaufen uns auf jeden Fall heute noch die Sachen. Mal gucken, ob ich die Wolle noch abgeben kann. Und wir müssen ja auch noch gucken wegen der Hasen. Und wir müssen noch gucken, dass wir noch die Sachen kaufen. Ach ja, übrigens, ich habe noch mal nachgeschaut, weil ich da noch sowas im Kopf hatte. Es gibt auf Steam noch einen Guide, also was heißt Guide, also eine Übersicht vom Entwickler selber. Da stehen auch nochmal alle Leute drin. Wenn ich daran denke, werde ich das unter diesem Video mit verlinken, beziehungsweise dann drin lassen, auch für die anderen Videos. Ich werde aber auf jeden Fall auch nochmal gucken, dass ich da nochmal einen Blogbeitrag zu mache, mit ein paar mehr Informationen auch, weil da stand zum Beispiel nicht drin, von wann bis wann die geöffnet haben und so weiter. Und das hätte ich schon gerne dann mit da drin stehen. Also das nur so zur Info. Aber es ist eine super Übersicht auf Steam. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen. Da oben ist es, genau. Boah, jetzt haben wir schon wieder 11 Uhr. Ich habe noch nichts gemacht und bin immer noch nicht beim Ziel angekommen. Das ist Wahnsinn. So, dann sind wir hier oben bei dem Zauberer. Dann müssen wir hier erstmal wieder runter und ich glaube ganz weit runter von der Karte aus. Was wollte ich denn überhaupt heute machen? Moment. Ich wollte die Wolle abgeben. Wer wollte denn überhaupt die Wolle haben?
Fange drei Hasen, die sind un... Ach so. Ach, das haben wir nicht angenommen, ne? Müssen wir nochmal gucken, wer das war. Es könnte die Eugenia gewesen sein, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß noch nicht genau, wofür die Wolle brauchen könnte. Hi. Lenk mich nicht ab, ich muss meinen Weg finden. Okay. Hi, hi. Auftrag ausgeführt oder warst du das gar nicht? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich finde es aber super, dass es am Regnen ist. Ich meine, ich werde nass und für mich ist es nicht so toll, aber wir müssen noch ein ganzes Stück runter. Ne? Ach, ich habe hier noch die Markierung. Moment, Schreiner. Hier, machen wir mal da die Markierung hin. Ja, ich muss noch ein ganzes Stück runter. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo ich bin. Ach, da oben bin ich. So, irgendwo hier müsste dieser Hauptweg sein. Kenne ich den da unten rechts schon? Hier ist die Brücke. Ich weiß jetzt auch nicht, wann der... Warte, wer bist du nochmal? Achso, du bist Lena, okay. Im Frühling bekommen die Schafe vor unserer Haustür manchmal Junge. Die sind so süß. Ja, mach's gut. Mal gucken. Ich muss erst nach links. Ja gut, ich muss es nicht unbedingt, aber ich gehe hier nach links. So. Soll einer nochmal sagen, dass wir Wasserknappheit haben, so wie es hier am Regnen ist? Okay, Moment. Jetzt müssen wir noch ein Stück runter, ne? Genau. Wer bist du? Du bist Chloe. Ich habe ein kleines Beet neben dem Restaurant, wo ich ein wenig Gemüse anbaue. Es reicht aber hinten und vorne nicht. Und ich muss noch viel bei Gilbert einkaufen für das Restaurant. Ja, dann mach das doch. Halt mich doch nicht auf. Ich dachte, die sagt jetzt, ich habe ein kleines Beet, da kannst du dir gerne was nehmen oder sowas. Aber nein. So, sind die jetzt da? Ganz wichtig. Kann ich hier was kaufen? So. Nee? Oder drücke ich die falsche Taste? Muss ich mit ihm sprechen? Ich muss... Nee, du kennst dich mit Tieren aus. Ich will was kaufen. Hallo? Muss ich da draufklicken, was ich kaufen will vielleicht? Nee. Hä? Du verwirrst mich. Wie viel Uhr haben wir? Ach, der hat gerade Mittagspause, oder? Der hat doch so dämliche Zeiten. Ja, bis 14 Uhr. Ach, deswegen. Ja, dann warten wir noch einen Moment. Steht er dann hinter der Theke? Ich hoffe mal. Also die Zeit, die verfliegt so schnell in diesem Spiel. Das schaffen wir. Da können wir mal eben bis 14 Uhr hier warten. Die Frage ist dann natürlich, wo... Ah ne, hier. Genau, das wurde ja angezeigt. Genau, da müssen wir dahin gehen, da müssen wir die einfangen. Ich habe noch keine Ahnung wie, aber ich schätze mal, mit einem Klick drauf würde reichen. So, komm, wir haben jetzt 14 Uhr. Kann ich jetzt endlich was bei dir kaufen? Hallo? Jetzt mach! Bezahlende Kundin! Na endlich! So! Oh Gott, sind das Preise! Ich glaube, der hat den Schuss nicht gehört. Aber der hat ja jetzt Tiersachen hier drin. Oder Pflanzen da drin. Das sieht schön aus. Dekoration würde ich gerne kaufen. Kann ich leider nicht. Oh, Moment! Erntewerkzeuge. Planfarmtierzubehör. Benötigt Milchkanne, Wollschere? Ja, benötigt oder kann ich das damit herstellen? Planerntewerkzeuge. Benötigt leichter Erntekorb? Ja, das ist das, was ich dann damit herstellen kann, oder? Aber so viel Geld habe ich gar nicht. Ich habe gerade mal 12.000. Oh, Alter! Steinmauer, Dünger, Tierkäfig. Steinmauer, Weidezaun. Brunnen wäre geil. Ja, aber ist auch sehr teuer. Ich muss erstmal gucken. Hat der denn hier keine Kammmorchel, Kiefern und Tannen? Schreibt die mystische Feenpflanze und gibt Ratschläge für ihre Kultivierung. Ja, bringt mir aber nichts, wenn ich da nichts damit machen kann. Das ist jetzt nochmal ein anderer Brunnen oder wie? Ein überdachter Brunnen. Ja, aber Brunnen ist doch Brunnen. Anspruchsvolle Zimmerpflanze. Achso. Prägung. Gibt einem gezähmten Farm- oder Haustier einen Namen.
Dafür muss ich auch noch bezahlen. Ach du Schande. Aber ist cool. Wo ist denn jetzt das, was ich jetzt eigentlich haben wollte? Moment. Also, die sind alle zu teuer. Heuraufe. Hier. Planbrunnen. 3250. Und der ist 7800. Also, den Brunnen hätte ich schon gerne. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich weiß nicht, wie viel der Trog kostet. Den sehe ich hier aber nirgendwo. Was? Stand da gerade was mit Kaffee? Hanf, Kaffee? Wissenswertes über Kaffee. Yay! Ich kann mir meinen Kaffee selber machen. Ich habe ja doch gerade beim Scrollen. Ich sehe mal was beim Scrollen und dann ist das wieder weg. Ah, hier. Leere Eimer, Milchkanne. Wollschere. Ja gut, Wollschere bräuchte ich dann. Au. Ach hier, da. Wassertränke für Tiere. Tiere können daraus trinken. Entfernen mit der Axt. So, eine Wassertränke. Aber eigentlich brauche ich ja zwei, weil ich ja zwei, ja. Junges Huhn im Käfig. Ah, guck mal. Junge Kuh im Käfig. Würde gern wieder freigelassen werden. Ja, das ist doch süß. Haben die jetzt hier auch Schweine? Doch hier, 19.500. So viel dann dazu, dass ich ein Schwein haben will. Beziehungsweise zwei. Der Hase, 10.000. Was macht der hier mit mir? Also, die Inflation ist hier im vollen Gange. Anders kann man das nicht sagen. Tierfutter. Die Frage ist, was ist mit dem Tierfutter? Kann ich das dann da hinstellen? Weil wir haben ja nur einen Wassertrog. Wir haben jetzt keinen, den als Nahrung für viele Tiere. Ich würde gerne Weizen anpflanzen, fällt mir gerade ein, weil den brauche ich ja. Solide Wollschere zum Scheren. Pfeife, die bei Benutzung alle Haustiere in der Nähe herbeiruft. Oh Gott, dann kommen die alle an, oder wie? Hat aber bestimmt auch seinen Sinn und Zweck, muss ich jetzt auch dazu sagen. Tomatenpflanze. Wächst auf Lehm. Ja, wie? Hä? Ist das denn eine ganze Pflanze, die ich mir da reinmachen kann, oder wie? Samen. Samen Orangenbaum. Der hat auch Samen für Bäume, das ist gut. Tanne. Mangobaum. Ah, was wollte die nochmal haben? War da nicht auch Mango bei? Moment. Mango, Erdbeeren und Zitronen. Moment, Moment. Erdbeeren, glaube ich, habe ich sogar noch. Samen, Erdbeerstaude. Das ist aber auch so teuer. Sonnenblume, Tulpenzwiebeln, Paprika. Das ist alles nur Gras. Das habe ich schon wieder vergessen, was es war. Erdbeeren, Mango und... Karotten, achso. Maracuja. Also ich nehme mal einmal Mango. Und ich nehme noch mal Erdbeeren mit. Ich hoffe, das sind 113 Samen. Nee, das ist nur einmal, ne? Habe ich jetzt ernsthaft 113 für einen einzigen Samen bezahlt? Wollt ihr mich veräppeln? Diese Preise. Zwei Zitronen. Ach, das war das. Zwei Zitronen. Zitronenbäumchen haben wir hier aber nicht, oder? Maracuja, Kiefer, Birnenbaum. Moment. Zitronenstrauch. Ich nehme mal nur einen mit, weil wir das jetzt nur für den Auftrag erstmal brauchen. Boah. Ich wollte aber gerne Hasen haben. Mann, ihr habt mir alles versaut. Ich wollte die Hasen haben. Alles 350. Was alles 350? Zum Verkaufen oder was? Ich verkaufe doch nicht die Wolle. Die brauche ich doch noch für das eine. Ich meine, ich brauche Gold. Also Geld, ja. Aber das machen wir auch mal rein.
Und fange drei Hasen. So. Boah, jetzt. Das war jetzt so richtig. Schlag ins Gesicht, bin ich ganz ehrlich. Ach, kann ich hier auch überspringen? Ja. Kann ich mir bei denen nicht einfach ein Schwein klauen oder so? Ach so, das wäre natürlich... Ich hätte vielleicht das Gehege komplett ums Wasser drumherum machen können. Das wäre vielleicht noch eine Idee gewesen. Moment. Weiter nach unten. Moment. Ich muss erstmal hier die Dinger... So, ihr Häschen, wo seid ihr denn? Weiter links? Ja, die sind hier drin. Hä? Die soll ich einfangen? Okay. Ich dachte, ich soll die einfangen, die frei sind. Ich kann die Käfer mit den Hasen zu Magda bringen. Na gut. Aber ich hatte das eigentlich so verstanden, dass die freilaufend sind. Also, dass sie ausgebüxt sind und ich die deswegen jetzt... Können wir hier reingehen? Das ist ja mal cool. Kann ich das bei mir vielleicht auch machen, dass ich da drin Heu reinmache? Und dann da für die Schweine vielleicht was anbaue? Wo ist die denn jetzt überhaupt gerade? Ich kann hier gar nichts lesen. Alfred und Magda. Muss ich die privat hier hinbringen? Oder ist sie gerade auf der Arbeit? Die ist gerade auf der Arbeit, glaube ich, ne? Und die wird wahrscheinlich eh gleich hier sein. Alfreds Laden. Wo ist Magda? Oh, ich hasse das, wenn ich hier Leute suchen muss. Magda ist gerade nicht im Bereich drin, glaube ich. Luke. Johanna. Ich wollte gerade sagen, wieso steht das jetzt noch drin? Alfred und Magda. Ja, aber... Sophie... Ich weiß auch gar nicht mehr, wie Magda aussah. Ich habe hier schon wieder alles. Ja, sollen wir vielleicht drauf warten, bis die erstmal wieder nach Hause kommen oder was? Im Steinmetz ist sie nicht. Das ist ein Kerl. Und hier oben ist auch noch... Was ist denn das hier oben? Ist das das, wo die jetzt ist, oder ist das jetzt wieder eine andere Quest, die ich noch markiert hatte? Ich bin mir nicht sicher. Du bist nicht Magda, ne? Hier, du bist Sophie, okay. Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, ob sie das jetzt tatsächlich ist. Weil ich hatte ja eben zwei Quests reingemacht. Ansonsten müsste ich nämlich nochmal gucken gleich... Der Tag ist ja sowieso schon wieder rum. Wo sie sein könnte. Wo ist denn jetzt das Kreuz hier gewesen? Ach, das ist ganz oben gewesen. Moment. Da muss ich wieder zurück. Okay, sie schleicht sich jetzt gerade nicht an mir vorbei. Nun gut. Muss ich quasi an dem Haus jetzt gleich oben rechts. Bin mal gespannt. Wir haben auf jeden Fall schon mal den Wassertrog. Den können wir gleich wieder im Dunkeln wahrscheinlich dann bei uns auf die Farm stellen. Da noch ein Stückchen und dann nach oben. Was ist denn hier? Dies und das bei Marco. Okay. Haben wir schon wieder was Neues hier entdeckt? Hier soll irgendwas sein. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, was. Ich kann die Käfige... Fange Hasen für Magda. Habe ich denn sonst hier noch irgendwas drin?
Nee. Ja, ist ja gut. Was ist denn das jetzt hier? Ich habe hier einen grünen Pfeil und weiß nicht, was es ist. Sauerei. Ich gehe wieder zurück. Du warst nicht Magda, ne? Du warst irgendjemand. Nice, okay. Also warum jetzt da oben? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe anscheinend tatsächlich nur diese eine Quest drin. Die mit den grauen Haaren. Nee, du bist es nicht. Du bist Emma, okay. Die mit den grauen Haaren, die wollte, glaube ich, die Wolle haben. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Hier sind überall Brunnen, ne? Ich habe keinen einzigen bei mir auf der Farm. Das ist eine Sauerei. Ich hätte doch mal lieber den Brunnen vielleicht noch holen sollen. Dann brauche ich nicht immer runterzulaufen. Andererseits braucht das Geld halt, ne? Ich heiße übrigens Gameplayerin. Stimmt. Wir haben ganz vergessen, uns vorzustellen beim letzten Mal. Ich heiße Tiffany. Nö. Ich glaube, sie hatte sich vorgestellt. Hier. Café nachmittags. Genau. Und Restaurant abends. Meine ich doch. Habt ihr auch ein Lokal? Da hat sie das vom Restaurant erzählt. Das ist eine tolle Idee. Ich mache für dich ein Frühstück. Achso, Moment, das ist neu. Ich habe eine Idee. Du bist ja neu bei uns und hast sicher viele Fragen. Ich mache für dich ein Frühstück bei Tiffany. Haha. Und so können wir uns kennenlernen. Und du kannst mehr über unsere Gemeinschaft erfahren. Das ist eine tolle Idee, Tiffany. Vorher würde ich dich bitten, ein paar Eier von deiner Farm mitzubringen. Ich habe keine, damit es auch ein richtiges Frühstück wird. Das sollte kein Problem sein. Wunderbar, dann bringen wir, sagen wir, 4 Eier und danach überlegen wir, wann wir zusammen frühstücken. Okay, bis bald, Tiffany. Wo muss ich denn jetzt hin? Alfred und Magda. Ah ja, okay. Da kann ich auch hier dran vorbeilaufen. So. Nicht ins Bett gehen, Leute. Ich bin sofort da. Diese Bäume hier. Boah, das sind alles Zitronenbäume, oder? Oder meine ich das nur? Und da kann ich wieder nichts von mitnehmen, ne? Probier mal gleich mal aus. Ob ich da was klauen kann. Aber ich kann irgendwie aus dem Dorf gar nicht nichts nehmen. Finde ich sehr schade, dass man nicht wenigstens mal so ein, zwei Sachen mitnehmen kann oder so. Vielleicht auch mal. Nein, nicht weglaufen, nicht weglaufen, nicht weglaufen. Nein, 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 nein. Ich habe hier deine 3 Hasen. Vielen Dank, das hat mir viel Rennerei erspart. Gibt es noch etwas zu tun? Ja, eine Sache wäre dann noch. Ich habe momentan einfach nicht die Zeit, zu Emmas Laden hochzulaufen. Kannst du mir 4, nein, besser 5 von den Vollkornbrötchen aus ihren Laden mitbringen? Ich gebe dir die Münzen passend dafür mit. Brötchen holen, damit kenne ich mich aus. Eigentlich nicht, aber egal. Das ist wirklich nett von dir. Bis später dann. Okay. Boah, haben wir es gerade noch geschafft. Leute. Oh. Die haben aber auch Zeit, nie ins Bett zu gehen. Also ich komme nicht vor Mitternacht ins Bett. Aber das liegt auch daran, dass ich immer noch genug zu tun habe und zu schneiden und weiß ich nicht was. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Können ja sowieso wieder nichts mehr machen. So, dann bin ich jetzt gerade am Überlegen. Moment, die Wolle haben wir jetzt immer noch hier drin, aber wir haben, genau, wir können hier, zack, erstmal den Wasserdruck hinstellen. So. Ja, ich weiß, ich weiß. Muss ich den eigentlich auffüllen? Ich denke mal, ne? Weil das ist ja ein Druck. Wo sind die jetzt eigentlich hin? Warum seid ihr jetzt hier unten beim Wasser? Und was ist das hier? Sind das Eier? Moment, wo habe ich den denn? Mal eben ausprobieren. Akeleistaude. Och. 2 Tage? Hä? Okay. Das kann ich mitnehmen. Was habe ich denn da jetzt gerade? Achso, auch Akeleiblüte. Okay. Ja, cool. Das Einzige, was ich jetzt natürlich nicht weiß, was mit den Hühnern ist. Ich würde die gerne
noch mal füttern, aber die sind jetzt am Schlafen. Ich weiß nicht, ob das beim Schlafen überhaupt funktioniert. So, obwohl das müsste ich woanders reinmachen. Moment, dann machen wir das erstmal hier rein. Die müssten wir jetzt noch anpflanzen. Ach so, ach Mist, die hatte mir... Oh, das war jetzt doof. Das war jetzt ganz doof. Die hatte doch auch gesagt, die braucht irgendwie 4 oder sowas von denen. Ich meine, dieses Bäumchen, wenn das so ist, wie ich mir das vorstelle, das ist okay. Das war hier Zitronenstrauch. Den muss ich ja nur einmal anpflanzen, nehme ich mal an. Den würde ich dann theoretisch erstmal hier hin. So nicht. Erstmal, kann man das hier zusammen machen? Ich weiß nicht, was das für ein Büschel ist da. Erstmal hier hin. Müsste ich vielleicht dann auch nochmal düngen. Achso, Thema Düngen. Ja, oh. Hier unten müsste ich dringend nochmal düngen. Das dürfen wir nicht vergessen. Du bist der Dünger, oder? Standarddünger, genau. Ja, ich kann jetzt nichts dafür, dass du müde bist. Es tut mir leid, aber wir müssen mal ganz kurz uns um den Boden kümmern. Moment, das ist der hier. Der auch. Und der hat gar nichts mehr. Ist immer schlecht. Wie habe ich nochmal den Dünger gemacht? Ich weiß es. Ich habe den doch hergestellt, oder? Standarddünger. Genau. Ja, machen wir mal 3 davon. So, also 30. So, okay. Hier wollte ich eigentlich die ganzen Dinger machen. Das Problem ist, ich kriege jetzt hier natürlich auch noch immer mehr Blüten rein. Die ich dann vielleicht auch mal da reinmachen sollte. Ich guck mal eben, ob ich die auch füttern kann, wenn die am Schlafen sind. Ich kann die ja normalerweise wach machen, oder? Nein, hab ich das jetzt? Ach, äfft euch. Natürlich habe ich die jetzt selber gegessen. Ich werde es nie lernen. Ich werde immer erst die falsche Taste drücken. Ich bin so doof. Och Mann. Tu mir das mal wieder hier rein. So. Dann. Was hatte ich denn hier? Achso, da hatte ich den Dünger, glaube ich, drin, ne? Tu mir den hier rein. Dann. Ich weiß, du bist müde, aber... Mangobaum. Ich weiß... Ach, wieso nehme ich die eigentlich immer? Ich weiß nicht, wie viel Platz die jetzt wegnehmen. Ich weiß, man kann auch mehrere zusammen machen. Erdbeerstaude. Ja, eigentlich muss ich damit ja auch mehrere machen können, ne? So. Habe ich natürlich nicht drauf geachtet, was ich wo überhaupt anpflanzen sollte und so weiter. Ich habe es jetzt einfach mal da reingeknallt. Ob das jetzt so gut war, weiß ich jetzt gerade nicht. So, aber da ich jetzt sowieso total müde bin und mir die Augen zufallen und so weiter, schaue ich mal, am besten schaue ich mal, dass ich bis zum nächsten Tag um 4 Uhr schlafe, weil wir brauchen ja 2-3 Stunden, bis wir dann wieder zurück ins Dorf kommen. Und da brauchen wir auch wieder immer gefühlt einen halben Tag, bis wir an unser Ziel kommen. Ja, kaufe 5 Vollkornbrötchen. Ja, das würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall als nächstes. Und ich brauche 4 Eier. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob ich Eier habe, sonst hätte ich die jetzt einpacken können. Naja, gut. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, bevor ich hier wirklich halbtot umfalle. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!